Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, es wird Zeit sozusagen für den Rückblick auf diesem Kanal und ich habe mich eigentlich dagegen entschieden, euch bewegtes Material zu zeigen. Das hat einfach den Punkt, weil ich gesehen habe beim Testen, es lenkt zu sehr ab von dem, was ich jetzt irgendwie erzähle und ich möchte es auch nicht wahnsinnig lang halten. Es war ein super Jahr. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die ich wahrscheinlich so nie kennengelernt habe. Ich habe mit Leuten von der Industrie gequatscht. Ich durfte ein Radiointerview geben. Ich durfte ein Fernsehinterview geben. Ich durfte, was weiß ich nicht, alles machen. All das, glaube ich, erreicht man nur mit dieser Art von Präsentation und auch nur mit solchen Sachen. Deswegen lasst euch da nicht unterkriegen für die Leute, die sagen: Och, mein Gott, es tut sie alles nix. Ich komme mir nicht über 20 Abonnenten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und immer von mir der Tipp, nicht unbedingt das machen, was schon jeder gemacht hat. Das als Überleitung. Vom alten Jahr ins neue Jahr. Und ich sag mal, da ging ja eigentlich so langsam, ja, die Let's Play-Videos los. Ich habe ja mehr oder minder Metal Gear, mit dem ich angefangen habe, eigentlich mehr oder minder nur als Gag gemacht. Ich wollte mal gucken, wie das angenommen wird. Ich habe vorher mal irgendwie ein paar Gameplay-Sachen gemacht und Footage, weil da war ich überhaupt nicht mit dem Ton zufrieden. Dachte mir, komm, dann machst du jetzt erstmal, dass das Bild schon mal passt. Und irgendwann dachte ich mir, komm, jetzt, ne, aus dem jugendlichen Leichtsinn nach dem Motto, es macht eh jeder, ich mach's jetzt auch mal. Ja, und dann fing ich eigentlich an und dann habe ich Metal Gear gemacht, Mace of Galdius gemacht, Penguin Adventure, so kleine MSX-Games, die wahrscheinlich die meisten überhaupt nicht kennen, die aber trotzdem dann dafür recht gut angenommen worden sind. Und dann dachte ich mir auf einmal so, komm, jetzt wird Zeit für die Shoot-'em-up-Serie Gradius oder eben besser bekannt als Nemesis. Und dann fing ich eben an, diese insgesamt fünf Teile, eben Nemesis 1, 2, 3 und Parodius und Salamander zu zocken. Und das hätte auch alles wunderbar geklappt. Und da war zum ersten Mal mein Freund mit dem YouTube-Filter da. Ja, die mögen Nemesis 2 nicht. Also Gradius 2 hat einen visuellen Content-Treffer gemacht und dann dachte ich mir, okay, dann hier nicht. Dann habe ich das Ding, weil ich schon fertig hatte, auf Blip hochgeladen. Müsste mal gucken in die Playlist, da ist das noch drin, wo man das finden kann. Ich denke, das ist immer noch eines der stärksten Games überhaupt, aber ja, auf YouTube durfte ich nicht. Das war das erste Mal, wo ich dachte, oh. Ja, hast ihn mal kennengelernt, den Superfilter. Und ich kann nur eins sagen, ein Game, das mittlerweile, glaube ich, fast 30 Jahre alt ist, also irgendwo wird's auch, irgendwo ist auch lächerlich, ne? Ihr kennt das ja mit Musikstücken und sonstiges. Ich meine, ich habe schon von Geschichten gehört, wo selbst Vogelgezwitscher zu irgendeinem Content-Treffer führt. Also irgendwo habt ihr sie nicht alle auf dem Zaun. Das ist einfach so. Und ich bleibe auch dabei, das sind nicht irgendwelche Rechteinhaber, sondern die tragen sich ein. Und naja, wenn wir dann irgendwie eine Abmahn-Anwaltskanzlei im Hintergrund haben, damit kann man ja auch Geld verdienen, ne? Was ich mal Leuten unterstelle. Da übrigens hier, bevor ich jetzt gleich zum nächsten komme, nutzt dieses Video einfach mal für Fragen, Anmerkungen, sonstiges. Ich werde auf jeden Fall so ein FAQ-Video auch nochmal machen. Ihr könnt hier mal die unmöglichsten Fragen stellen, die bescheuertsten Fragen, die Fragen, die noch nie da waren oder vielleicht mal eine Frage fragen, was auch immer. Da lasse ich mir dann mal was einfallen. Das könnt ihr hier mal einfach platzieren. Und jetzt kommen wir zu Projekt 2. Das zweite Let's Play des Jahres 2012 war eigentlich auch das Let's Play, was mich, ich sag's mal, einfach wirklich in die Szene katapultiert hat. Metal Gear 1 hat schon funktioniert, das hat man gesehen, aber Manic Mansion, die gute alte C64-Version, das ist das, was funktioniert hat. Und ich bin mit diesem Let's Play auch heute noch zufrieden. Ich bin nicht mehr unbedingt mit der Qualität zufrieden, ich hätte auch mit Sicherheit das eine oder andere gemacht. Der ein oder andere fand die Soap-Anspielung nicht so lustig, deswegen habe ich sie dann bei späteren Projekten auch weggemacht. Ich habe aber immer noch solche Ideen, dass man mit den Figuren auch Sachen machen kann, die eben selten gemacht werden. Und das ist etwas, was man machen kann. Vor allem kann man das auch relativ einfach schnell scripten. Das ist nicht, das ist der gespielte Witz. Den gab es schon bei DDR vorhin, falls das noch jemand kennt. Nonstop Nonsense, glaube ich, wenn ich das noch richtig hinkriege. Und das ist genau das Gleiche. Game-technisches Manic Mansion natürlich eine absolute Legende, weil so viele eben Daumen gezückt haben und Kommentare und sonstiges, habe ich dann ja später des Jahres dann auch die NES-Version gemacht. Die hat noch das Pflanzenfresserende, was eben die C64-Version nicht hat. Es gibt für die PC-Version ein Deluxe-Game, da ist sozusagen alles drin. Und um auch schon ein Geheimnis zu
lüften. Der eine oder andere weiß es ja schon. Day of a Tentacle wurde auch x-tausend Mal gewünscht. Der Riesenvorteil ist, es wird dieses Jahr, glaube ich, 20. Glaube, vertue mich ja nicht. Ich glaube, es ist von 93. Zusammen mit Sam & Max, wenn ich das richtig hinkriege. Korrigiert mich, vielleicht sagt er wieder, Venom kann ja eh nicht zählen. Das kennen wir schon. Und wie immer, gute Herausforderung. Ne? Wieso kann er nicht zählen? Richtig, weil er mal früher Mathe-LK hatte. Das ist kein Witz, hatte ich wirklich. Das geht dann einfach nicht mehr. Ja, und deswegen ist das ein guter Punkt, dass ich sicherlich Day of a Tentacle und Sam und Max dieses Jahr machen will und auch versuche, das zu machen. Das heißt, für die Leute, die die Frage gestellt haben, ja, ihr bekommt von mir auch der Tag des Tentakels. Ja, das ist ein Hentai-Let's Play, richtig, 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 richtig. Nein, ist es nicht. Es ist zwar auch extrem viele Saugnäpfe. Nee, okay, jetzt werden wir widerlich. Das möchte keiner. Das haben sie mir schon bei Terranigma übel genommen. Da komme ich aber gleich auch noch zu. Ja, auf jeden Fall Manic Mansion, sage ich nur immer, ist gut gelungen. Ist jetzt noch nicht in HD-Präsentation, aber ich überlege schon, wenn ich Day of a Tentacle mache, ob ich dann Manic Mansion nochmal in Hochglanz neu mache mit noch anderen Gags. Das ist sicherlich zu überlegen. Zeit. Nicht für ein Duell, sondern für das nächste Projekt. Das nächste Highlight im Jahre 2012 folgte dann nach Manic Mansion direkt auf dem Fuß. Metal Gear 2 Solid Snake. Eigentlich neben Metal Gear Solid das Metal Gear Game schlechthin. Unglaubliche Story, unglaubliche Tiefe. Und ihr seht es ja von 1990, eigentlich unglaublich, was damals schon Hideo Kojima da alles reingeschmissen hat. Und es ist immer noch, da bin ich immer noch sicher, ob nicht sicher, ob das stimmt oder ob das ein Gerücht ist. Angeblich war Snake's Revenge. Na, das habe ich ja auch noch dieses Jahr gemacht. Dazu komme ich auch noch. So unglaublich schlecht war, gab es dann dieses Game. Was ich aber immer noch so ein bisschen skeptisch finde, weil die das fast zeitgleich entwickelt haben. Ich meine, so ein Spiel hat sich nicht in 3 Wochen entwickelt. Das hat man nicht mal kurz am Wochenende zusammengeschustert. Da hat sich nicht Hideo mit seinen Jungs getroffen und lass uns mal ein Game programmieren. Nein, auch das war schon damals ein wenig professioneller. Deswegen glaube ich das nicht. Aber ich denke schon, dass ihm Snake's Revenge einen Tritt irgendwohin verpasst hat, wo er gesagt hat, okay, so soll es dann nicht werden. Von meiner Seite bin ich sehr zufrieden mit dem Projekt. Ich war auch mit Metal Gear 1 schon sehr zufrieden. Mit Metal Gear 2 bin ich sogar noch zufriedener. Das war das erste Mal auch wirklich in klassisch HD. Auch da hört man ja immer die ganzen Leute, ja, warum machst du den alten Scheiß in HD? Ja, eigentlich müsste man sogar das in Original machen, damit du auch in den Suchkriterien weiter nach vorne kommst. Da sind wir aber dabei, ne, wie sieht's aus mit Uploaden, wie sieht's mit dies, wie sieht's mit dem aus? Das ist alles für 2013 noch unterwegs. Da wird sich auch sicherlich noch was tun, auch um eine Frage sofort zu eliminieren. Ja, ich habe Metal Gear Solid mit einem Fragezeichen, ist aber noch nicht so, ob ich es wirklich machen will und ob ich es machen kann, weil das wurde mir mittlerweile auch zu oft gemacht. Wo ich wahrscheinlich dann eher hin tendieren würde, wären wahrscheinlich Metal Gear Twin Snakes. Aber das auch noch ist absolute Zukunftsmusik, dafür muss das technisch passen, dafür muss ich auch mit der Aufnahme zufrieden sein. Es darf keine Lags haben, da habe ich so ein paar Sachen, die müssen das einfach erfüllen. Und das sehe ich aktuell noch nicht. Das ist einfach so. Das ist aber ein anderes Thema. Das braucht euch nicht nerven. Das Jahr ist ja lang. Und im Augenblick sieht es noch nicht so aus, als würde ich aufhören, um das auch mal gleich vorwegzunehmen, die Frage. Deswegen, da haben wir noch was vor. Aber sonst, auch das ist ein Projekt, was ich jedem ans Herz lege, wenn man auf 8-Bit mag. Absoluter Gigant. Absolut geiles Spiel. Da konnte ich auch nicht viel falsch machen. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und ist auch nach meiner Meinung mir sehr gut gelungen. Ein nächstes Highlight war dann Terranigma oder beziehungsweise ist immer noch Terranigma, läuft ja auch noch. Zu Terranigma kann ich jetzt mal persönlich was sagen. Ich habe mit dem Spiel natürlich eine Menge Leute gezogen. Das hat man gemerkt. Es hat war oder beziehungsweise wird auch wahrscheinlich nie so erfolgreich sein, wie es ein Manic Mansion oder ein Metal Gear 2 ist, weil es eben schon 800 Millionen Mal gemacht wurde. Ich habe versucht, in diesem Teil ein bisschen mehr zu erzählen, ein bisschen mehr zu machen, auch den Personen ein bisschen mehr Charakter zu geben, auch ein bisschen was die Dialekte angeht, was die Darstellung der Sachen angeht. Also ich habe ein Faible dafür, Leute mal anders zu sprechen. Ja, mach doch. Und so, das ist eine typische Sache, deswegen bin ich auch dafür, wenn man sowas macht, verleiht allen Personen auch irgendwie
hast du schön, ein Unique Voice, eine wiedererkennbare Stimme sozusagen, eine einzigartige. Die muss man einfach erkennen. Und das habe ich versucht auch gemacht und bin ich auch bei einer Menge Folgen sehr zufrieden. Ich habe auch ein paar dumme Gags eingebaut. Was an diesem Projekt allerdings für mich ein Kritikpunkt ist, ich hatte einfach, das habe ich auch gemerkt, zu viele Längen drin und man muss lernen, auch das habe ich über die Folgen gelernt. Ich meine, heute quatsche ich mittlerweile über sinnlosen Scheiß. Ich habe damals wirklich mich an dem Spiel festgehalten und wenn halt nichts passiert ist, dann ist halt nichts passiert. Dann war der Kommentarstil auch extrem spannend. Heute, wer mich erkennt, ich quatsche sinnlos drauf los, erzähle irgendeinen vom Pferd, habe auch mittlerweile eine ganz andere Rhythmik. Also ich habe mir jetzt nochmal die ersten Folgen angeguckt. Und ich habe ja da noch mal vor, dass wir auch noch mal auf die alten Sachen kommen. Dann werde ich mal anfangen, mich selber zu kommentieren. Seid mal total gespannt drauf. Das werde ich dann auch noch mal irgendwann machen in den nächsten Monaten. Man wird wesentlich lockerer, man wird wesentlich sicherer und ich kann euch sagen, tut euch einen Gefallen. Das Game ist ein schönes Material und ihr solltet natürlich auch ein bisschen was im Game rüberbringen. Aber es ist kein Walkthrough und es ist kein Longplay. Und nachdem ich mittlerweile ja hier auch Let's Plays selber mache und auch das eine oder andere Review und auch die eine oder andere Kollektionsgeschichte. Ich kann mit Longplays und Walkthroughs nichts mehr anfangen. Das ist für mich keine Unterhaltungsform mehr und das ist für mich auch wirklich nur noch öde. So, und dann muss man einfach davon ausgehen, warum ist das so? Ja, weil das Spiel hat dadurch einen Charakter, dass ihr dieses Spiel so darstellt, wie ihr es darstellen wollt und auch darstellen könnt. Und da sind wir auch beim Punkt, was ich aus diesem Game auch gezogen habe, wenn ihr so einen sehr bekannten Titel macht, den wirklich Hans und Franz kennt. Ja, da ist dann ganz schnell, dass dann einfach natürlich perfekt und 100% erwartet wird. Dazu muss man dieses Game aber wirklich richtig kennen und dazu hätte ich es mit Sicherheit vor ein, zwei Jahren dann nochmal durchzocken müssen. Es gibt also amerikanische Let's Player, mit denen habe ich auch mal ein bisschen gequatscht. Die haben zum Beispiel, also einer, ne, AC Bailey, kann ich nur, wird der ein oder andere wahrscheinlich kennen, der den englischen Raum kennt. Der hat zum Beispiel Final Fantasy IV gemacht. Und er hat jetzt, als er dann 2012 The After Years gemacht hat, ich glaube, der hat allein die Episoden viermal durchgespielt. Und er kannte das Game auch schon vorher von den x anderen Versionen. Da sage ich ganz ehrlich, das ist so wie, als ich Manic Mansion gemacht habe. Ich kann Manic Mansion auswendig. Ich glaube, ihr könnt mich da nachts wecken und ich kann euch sagen, was ich vielleicht auch noch mal machen würde, vielleicht mache ich noch mal einen Speedrun damit. Also, der glaubt, der Speedrekord ist bei 9 Minuten 50. Das kriege ich nicht hin, aber vielleicht kriege ich das tatsächlich in der Folge hin. Mal gucken. Egal. Anderer Gag. Nein, aber sonst ein tolles Spiel. Immer noch eins der, ich sag mal, ehrlicheren und ernsteren Super Nintendo-Spiele, die man kennen muss. Ich habe mittlerweile auch Soul Blazer. Ich hoffe, da heißt nie wieder Soul Blazer. Ich kriege das nie hin. Den habe ich mittlerweile auch durchgespielt. Bin ich im Augenblick ein bisschen dagegen, den zu Let's Playen, weil ich den ein bisschen langweilig finde. Spielerisch ganz gut, aber es wiederholt sich einfach zu viel. Aber das mache ich vielleicht nochmal in einem anderen Video, erzähle ich euch mal was. Illusion of Time ist ja noch der zweite Teil der Trilogie, dieser Quintin-Trilogie. Ja, aber sonst guckt euch das Game an. Das Game verdient was, auch wenn die eine oder andere Folge nicht so spannend ist. Das habe ich mir selber auf meine Liste gesetzt der Sachen. Das wird 2013 nicht mal geben. Und wenn ich euch da die Hucke voll quatsche, ob ihr wollt oder nicht, da könnte gucken, wo der Hammer hängt und so. So, das war jetzt erstmal Teil 1. In Teil 2 machen wir gleich weiter. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Bis gleich.